Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV. Ausnahmsweise das Devisenradar heute auf dieser Sendung, da es wohl hier Login-Schwierigkeiten gab, aber wir wollen natürlich dennoch Sie versorgen mit dem Devisenradar täglich heute hier am Tag der US-Wahl, die sich aber natürlich dann auch noch bis morgen hinziehen wird aufgrund der verschiedenen Zeitzonen, die es hier in den USA zu bewältigen gilt. Dennoch wollen wir heute hier auf den Euro-US-Dollar zunächst mal schauen, um dann im Nachgang den Euro gegen den Schweizer Franken mal näher zu beleuchten. Euro-US-Dollar grundsätzlich ja das getan, was hier praktisch vom Unterstützungsniveau 1,085 ausgehend erwartet wurde. Gleich eine ziemlich starke Bewegung, aber interessanterweise wurde hier das Widerstandslevel 1,1150 knapp verfehlt. Es schien beinahe so, als hätten wir hier noch einen Dip nach oben gebrauchen können, so zumindest die Annahme, aber im Umkehrschluss erfolgte es dann jetzt auch letztlich so wie erwartet, dass es hier im Bereich um 1,1150 plus minus ja, 25, 30, 40 Pips wieder nach unten gehen sollte. Und genau das geschah in den vergangenen Tagen, beziehungsweise eben mit dem Wochenauftakt und der gestrigen Schwäche. Wir sehen hier aber entsprechend jetzt die Frage, wie kann es weitergehen? Euro-US-Dollar im großen Bild immer noch in dieser großen Range gefangen. Sehen wir auch hier in diesem Tageschart. Wir haben hier die 1,085 seit Dezember 2015 auf der Südseite und haben das Level eben unlängst hier im Oktober getestet. Oben hier grob die Zone 1,1450. Immer noch ein Stück tiefer setzen, 1,14. Das sind so die großen Barrieren, die man auch gerade auf Wochen- und Monatsbasis ganz klar identifizieren kann. Und hier mittendrin Euro-US-Dollar letztlich hier in einer ja, gegenwärtigen Abwärtsstruktur. Sie sehen es, die tieferen Tiefs, die tieferen Hochs lassen sich hier sehr schön verknüpfen. Zudem haben wir hier eine relativ häufig bestätigte Abwärtstrendlinie. Das spricht alles dafür, dass es hier durchaus nochmals gen Süden gehen könnte. Die Volatilität dürfte zur US-Wahl natürlich anziehen, das muss eben klar sein. Der Markt hat ja sicherlich die Gefahr im Schlepptau, dass es dann auch durchaus mal richtige Spikes geben kann. Ob es so kommt, werden wir sehen am morgigen Morgen, beziehungsweise dann auf die Reaktion eben. Letztlich wird es ja spannend sein. Beim Euro-US-Dollar kann man hier eigentlich nur sagen, wir haben auf der Oberseite hier das Level von 1,1150 unverändert als Widerstandsniveau. Darauf achten. Wir hätten auch hier die Abwärtstrendlinie. Wenn es darüber geht, haben wir hier sicherlich einen bullischen Bias, der dann auch für weiter anziehende Preise sprechen dürfte. Ansonsten hier die Gefahr dahingehend, dass wir doch weiter nach unten laufen. Und rein trendfolgend wäre das praktisch auch das zu präferierende Szenario. Soll heißen, wenn wir hier nochmal unter die 1,10 gehen sollten, dann denke ich, ist das Niveau von 1,11, 1,085 vielmehr sicherlich nochmal das entscheidende Level. So mal hier die Annahme. Wie gesagt, politische Börsen haben kurze Beine, heißt es ja. Es ist auch, wie gesagt, alles relativ meinungsabhängig. Insofern meines Erachtens erstmal abwarten, bis sich der Staub gelegt hat und dann mal schauen, was man da aus den Setups ziehen kann. Schauen wir mal jetzt zum Euro-Schweizer Franken. Der ist hier an dieser Unterstützung um 1,0076 etwa aufgeschlagen, hier mit diesem Spike vom Juni. Brexit-Event, können wir das mal durchaus als Unterstützung gelten lassen. Aber auch hier haben wir eine Abwärtsstruktur, einen Abwärtstrend, der sich hier vollzieht. Und ja, vom aktuellen Niveau ausgehend ist eben die spannende Frage, ob Euro-Schweizer Franken hier anziehen kann. Und das dürfte sich hier in Kürze eben auch entscheiden. Wir haben zumindest für heute ein bullisches FTSE-Vektorlogik-Pattern. Ich zeige es Ihnen direkt mal. Also nicht nur eins, um ehrlich zu sein, das sind sogar drei. Wobei die zwei tieferen, Sie sehen es hier mit den Counts, relativ übersichtlich sind, nur 12 Wiederholungen, aber eben hier während der letzten 17 Jahre 100 Mal getroffen. Es gab hier praktisch Pattern, Preisbewegungen wie hier in den Vortagen, die für den heutigen Tagesverlauf ein entsprechend bullisches Szenario voraussehen und hier eben Niveaus in Richtung 0, ah ja, 1,082 etwa prognostizieren. Also praktisch die heutige Kerze hier mit weiterem Aufbau versehen und das im Prinzip hier grundsätzlich die Chance, die Möglichkeit, die sich hier anhand der FTSE-Vektorlogik für den heutigen Handelstag ergibt. Also hier ein leichter Zugewinn, Euro-Schweizer Franken ja ohnehin nicht so in Sachen Ausschläge und Volatilitäten gesegnet. Dennoch hier die Chance vom Unterstützungslevel heute hier einen Erholungsimpuls zu sehen, als statistisch wahrscheinlich anzusehen und insofern ganz spannend, was passiert. Hält hier, wie gesagt, das Level von 1,0775, also insbesondere 1,0745, sprich machen wir hier keine neuen Tiefs, dann kann es hier heute und Schrägstrich morgen durchaus zu einer Gegenreaktion nach oben kommen, die dann im Prinzip hier weiter anziehende Preise verspricht. So mal die theoretische Annahme.
Euro also hier im Gegensatz zum Euro US-Dollar eher bullisch zu sehen. Ansonsten, wenn hier der Schweizer Franken einen großen Zuspruch erhält als sicherer Hafen, dann muss man davon ausgehen, unterhalb von 1,075 gehen wir direkt ein Stück tiefer mit einem signifikanten Tief, sieht man dann sicherlich die Preise vom Juni wieder und dann sind wir hier in Richtung 1,06 unterwegs. Das ist der Alternativplan und insofern mal abwarten, was hier passiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erfolgreiche Handelsgeschäfte, bleiben Sie wachsam. Manchmal empfiehlt es sich, ein bisschen Ruhe zu bewahren und den Wahlausgang erstmal auf sich wirken zu lassen. Und insofern gutes Händchen dabei. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.